Wie verbindet man Griechenland und Italien miteinander? Ihr könntet den Stöpsel vom Mittelmeer ziehen, warten bis das Wasser abgeflossen ist, dann wären es direkte Nachbarn. Die schnellere Variante, ihr verbindet Gyros mit Lasagne. Wie man eine leckere Gyros-Lasagne herstellt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier schon einmal die Übertaten in der Zusicht. Ich meinte natürlich die Zutaten in der Übersicht. Übrigens, wie man Gyros-Gewürzmischung selber machen kann, das erfahrt ihr hier oben in meinem Video. Für eine dreifach geschichtete Gyros-Lasagne benötigt ihr folgende Zutaten. 500 Gramm Schweinefleisch, ich habe es aus dem Schinken geschnitten, 2 Esslöffel Gyros-Gewürzmischung, 2 Esslöffel Speiseöl, 1 Teelöffel Knoblauchmus, eine mittelgroße Zwiebel, 12 bis 16 Lasagneblätter, je nach Größe eurer Form, 75 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl, 500 Milliliter kalte Milch, 500 Milliliter Gebrüsemühe. Oh. Also heute habe ich echt einen Sprachkasper. Also nochmal, 500 Milliliter Gemüsebrühe, zum Beispiel aus meiner selbstgemachten Gemüsebrühepaste, 100 Gramm geschnittenen Lauch, 6 Cocktailtomaten, 2 Teelöffel Knoblauchmus, Salz und Pfeffer nach Geschmack und Pflanzencreme oder Speiseöl zum Braten. Wem das jetzt so schnell ging, der kann alle Zutaten hier unten unter dem Video nochmal nachlesen. Und zu meiner Gebrüsemühepaste findet ihr hier oben ein Video. Und dann geht's auch schon los. Als erstes mal die Gemüsebrühe herstellen. Dann wird die Bechamelsoße für die Lasagne vorbereitet. Im Übrigen, Bechamelsoße bedeutet übersetzt Milchsoße. Ich habe immer wieder gesehen, dass einige Leute Sahne in diese Soße machen. Da gehört allerdings nur Milch rein. Fett ist nämlich durch die Butter schon genug drin. Das Fleisch hatte ich am Vorabend schon vorbereitet. Wie gesagt, aus dem Schinken geschnitten, 500 Gramm. Alles fein geschnetzelt, dann habe ich es zusätzlich nochmal in einen Gemüsezerkleinerer gegeben und fein gehäckselt, damit es ähnlich wie Hackfleisch eine Konsistenz bekommt. Und das zusammen mit den Zwiebeln. Dann das Öl und die Gewürze hinzu, alles gut vermengen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Nun das Fleisch anbraten, gegebenenfalls nochmal nachwürzen. Auf alle Fälle gehört natürlich noch ein bisschen Knoblauch dran. Für die Frische sorgen dann der Lauch und die Tomaten. Ich habe dann noch eine Tzatziki-ähnliche Soße zubereitet aus Schmand, Knoblauch, etwas Salz und Pfeffer. Hier ein kleiner Trick, wie man Schmand aus einem Becher besser rauskriegt. Loch reinstechen und schwupp, draußen ist er. Seid aber bitte vorsichtig, wenn ihr mit scharfen Messern hantiert. Und dann geht es ans Füllen der Auflaufform. Als erstes ein wenig Soße auf den Boden der Auflaufform. Verteilt ihr dann wie hier gezeigt die Lasagneblätter. Da kommt die Hälfte des Fleisches drauf. Und legt die nächste Schicht Lasagneblätter. Jetzt kommt der Rest des Fleisches drauf. Und auf diese Schicht kommt die Schmand-Knoblauchsoße. Jetzt kommt die dritte Schicht der Lasagneblätter. Wie ihr gesehen habt, blieben immer Bruchstücke übrig beim Brechen der Lasagne. Diese Bruchstücke habe ich dann zum Auffüllen oben drauf gelegt. Die könnt ihr dann mit einem Schlesinger oder einem Teigschaber oben glatt streichen. Und was wäre eine Lasagne ohne Käse? Nichts. Deswegen kommt da jetzt obendrauf noch eine gehörige Portion geriebener Käse. Fertig für den Abflug nach Griechenland, in den Ofen. In der Mitte des Backofens bei 180 Grad Umluft 45 Minuten backen. Ich empfehle, nach 25 Minuten zu kontrollieren, ob der Käse nicht zu braun wird. Gegebenenfalls reduziert ihr die Hitze. Ja, und so sieht sie dann fertig gebacken aus. Eine Wucht, kann ich euch sagen. Jetzt noch schnell ein Foto für die Ahnen. Da ist es. Und dann geht's ans Mampfen. Über Kommentare zu diesem Rezept freue ich mich. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.